Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem mal anderen Video. Ich bin's wieder, euer Uli. Und du und ihr guckt wahrscheinlich schon länger meine Videos und fragt euch, ja, es ist momentan so ein bisschen unregelmäßiger. Ich habe jetzt auch schon wieder einen Monat zwischen diesem Video jetzt hier dazwischen und wollte euch einfach mal so ein bisschen erzählen, ja, was im Moment passiert, was ich im Moment vorhab und was in nächster Zeit auch hier passieren wird bei diesem Projekt. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon häufiger gemacht, solche Videos. Aber ich habe nämlich jetzt in den letzten Jahren mehr darauf fokussiert, euch mehr Tipps zu geben. Das will ich auch weiterhin tun. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal so ein bisschen abholen. Nicht, dass ihr euch ja ein bisschen Sorgen macht. Was ist denn jetzt eigentlich aus Uli geworden? Das müsst ihr nicht tun. Aber ich möchte euch einfach da ein bisschen aufklären und wünsche euch jetzt einfach mal, ja, mit diesem Video ein bisschen Spaß, dass ihr ein bisschen informiert seid darüber. Und dann, ja, fange ich mal an zu erzählen. Ja, was ist passiert jetzt seit 2022, seit Ende 2022 mache ich Fortbildung ganz intensiv. Und das hat einen großen Einfluss hier auf dieses Projekt, dass ich nicht so viel Zeit habe oder hatte für ja, Videos, für Inhalte, die auf Instagram zum Beispiel erscheinen. Da ist der Kanal ja schon relativ groß, da laufen wir ja schon Richtung 14.000 Follower. Das ist eine großartige Sache und es macht mir unglaublich viel Spaß, da auch ja, mein Wissen dann zu teilen und euch dann auch zu helfen bei den Themen Marathon insbesondere und ja, möchte da auch weiter meinen Input geben. Aber es hat natürlich so ein bisschen auch Geschmäckle gehabt, weil diese Fortbildungen ganz schön an der Zeit gezehrt haben, an der Ressource, Uli. Und ich habe dem auch nicht mehr so gerecht werden können und euch diese Videos bieten können. Ihr seht das jetzt ja auch wieder. Ich sitze jetzt hier eigentlich nur im Büro und erzähle über mein Projekt, aber habe jetzt nichts Besonderes jetzt hier gemacht, sondern das ist einfach so ein Video frei raus, ohne viel Schnickschnack. So, und das habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren sehr intensiv so betrieben, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche euch gutes Wissen zu vermitteln, aber versuche auch den Aufwand möglichst klein zu halten, sodass ich das dann auch schaffe. So, aber das hat halt den großen Punkt halt ist da, der große Punkt dabei ist halt, dass die Fortbildung halt so viel Zeit fressen oder gefressen haben. Damit ist jetzt Gott sei Dank seit ungefähr einer Woche Schluss mit diesen Fortbildungen. Also ich habe jetzt wirklich alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Das waren sehr vielschichtige Fortbildungen. Ich habe Trainerscheine gemacht im Ausdauersportbereich. Ganz, ganz viele, so dass ich da wirklich mit die höchsten Qualifikationen habe. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine Wochenendgeschichte oder so, sondern ich habe wirklich 2 Jahre an sehr, sehr vielen Trainingsscheinen gesessen, habe sehr, sehr viele Abschlussarbeiten schreiben müssen, habe dieses Wissen auch schon im Rahmen meiner Dienstleistung eingebracht. Das heißt, wer jetzt bei mir im Laufcoaching ist oder war, der hat davon auch schon sehr stark profitiert. Und trotz alledem hat das immer diesen Impact gehabt auf Social Media. So, und darüber wollte ich jetzt eigentlich mit euch sprechen und euch das dann sagen. Okay, das ist jetzt ein bisschen abgeschlossen und auf Social Media möchte ich gerne mehr machen. Jetzt laufe ich aber schon wieder in das nächste Problem rein. Mein Körper sagt mir halt, ich habe die letzten Jahre einfach zu viel gemacht, also zu viel gearbeitet und muss auch mit meiner Energie haushalten. Habe auch viel gesessen aufgrund dieser Fortbildung. Ich habe ja auch noch einen Hauptjob, wo ich auch viel sitzen muss und dementsprechend habe ich den Sport im Grunde genommen ein wenig vernachlässigt bei mir selber und das hat dazu geführt, dass ich jetzt Dysbalancen habe und jetzt muss ich mal so ein bisschen Physiotherapie machen und so weiter und mich da auch wieder ja, wiederfinden und dann kann ich auch wieder mehr Sport machen. So, und das ist auch mein Wunsch. Wenn ich Content mache, möchte ich auch gerne den Sport zeigen und nicht nur irgendwie in die Kamera reden. Natürlich rede ich dann auch in die Kamera, aber ich möchte auch gerne wieder mehr laufen. So, das ist für nächstes Jahr dann auch angedacht. Dieses Jahr könnt ihr dann noch nicht so viel erwarten, weil ich jetzt erstmal gesundheitlich erstmal wieder so ein bisschen auf die Beine kommen muss. Die Fortbildungen sind abgeschlossen, sodass ich jetzt auch die Zeit habe, mich auch Social Media
und eben halt auch meiner Trainingsbetreuung meiner Athleten und auch neuen Athleten zu widmen. Da liegt auch sehr stark der Fokus drauf und versuche da euch guten Mehrwert zu bieten. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich euch gerne erzählen wollte. So. Was zukünftig passiert, also nächstes Jahr auf dem Kanal, ist Folgendes. Es wird weiterhin Lauftipps geben. Es wird aber auch ein bisschen breiter aufgefächert werden, dass es dann auch noch um andere Ausdauersportarten wahrscheinlich gehen wird, weil ich da auch in die Trainingsbetreuung einsteigen werde. Bei solchen Sachen habe da auch schon Athleten parat, jetzt aber noch nichts, aber ihr könnt euch das ja schon fast denken, was es vielleicht sein kann. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr meint, was ich dann noch zusätzlich zum Halbmarathon-Marathon-Trainingsbetreuungskrams anbiete, ob ich da noch was anderes mache, was das sein kann. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr meint. Dann verrate ich euch das vielleicht. Ansonsten würdet ihr das natürlich auch nächstes Jahr dann feststellen, was es sein wird. Es sind aber auch schon bei mir Leute, die das machen. Genau, und ja, nächstes Jahr wird es dann halt auf Social Media gerade, da werde ich dann wieder laufend zu sehen sein. Und das wünsche ich mir auch gerne und das freut mich dann auch, wenn ich das dann wahrscheinlich gut hinkriegen werde. Ich muss nur sehen, dass ich das auch mit meiner wenigen Zeit umgesetzt bekomme. Ich werde jetzt aber noch nicht irgendwie, ja, irgendwie ein Projekt anteasern oder sowas. Ich habe ja früher immer diese Ultramarathons gemacht, auch gerade in der Corona-Zeit. Aber da habe ich schon Lust zu, das wieder zu machen. Aber es ist natürlich auch umfassend. Und wir haben jetzt mittlerweile 3 Kinder hier zu Hause. Und man muss natürlich sehen, mit der wenigen Zeit, wie man sowas unterbringen kann, wenn man sowas machen will. Ich will aber sowas jetzt noch nicht verraten, weil zum einen ist sowas erstmal gar nicht geplant. Aber in naher Zukunft kann ich mir das sicherlich wieder vorstellen, das zu tun. Genau. Vielleicht entsteht auch mal was Spontanes, wer weiß. Das wollte ich euch gerne mal ein bisschen mitgeben oder euch oder dir, dass du dir keine Sorgen machen musst. Hier auf dem Kanal wird es auf jeden Fall weitergehen. Es wird auch kein Content-Wechsel geben auf komplett anderes Thema, sondern es wird vorbehaltlich um das Laufen, gerade für Halbmarathon und Marathon, aber auch Ultra gehen. Und da werde ich meine Expertise ja, weiterhin vortragen und euch damit unterstützen, damit ihr auch gute Trainingsergebnisse erzielen könnt und das Training selber gestalten könnt. Das war ja mal so ein bisschen das Ziel dieses Kanals und ich hoffe, dass wir auch dieses Jahr noch die 5.000 Abonnenten knacken können bis Ende des Jahres. Wird vielleicht noch ein bisschen eng, weil ich nicht so viel mache jetzt gerade, aber ich versuche. Oder wir versuchen das dann halt hinzukriegen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder ein vernünftiges Video rausbringen kann mit Tipps und so weiter. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf meinem Kanal. Gerne abonnieren, gerne teilen. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Da findet ihr einen richtig geilen Kanal. Ist ja auch die ganze Zeit verlinkt gewesen, beziehungsweise dann ersichtlich, wo ihr mich findet, dort auf Instagram. Und dann wünsche ich euch auch hier viel Spaß und auch dort. Erstmal liebe Grüße und bis bald, euer Uli. Tschüss.